Moin Leute, ich bin Aslava und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. Und zwar gibt es wieder News zu Destiny, beziehungsweise ich würde das Ganze nicht als News bezeichnen, ich würde das Ganze eher als Quälerei bezeichnen, was ich mir da alles durchlesen musste. Dieser Bericht ist unendlich lange gewesen, da sind so viele Worte geschrieben worden, ich habe jetzt schon Kopfschmerzen davon, beziehungsweise ich habe noch immer Kopfschmerzen davon, so viel lese ich normalerweise in einem Jahr. Nein, Scherz beiseite, auf jeden Fall, da war so gut wie nichts drinne inhaltlich, außer, dass die schmelztige Balance verändert wird. Das Ganze geschieht mit dem Hotfix 2.5.0.2. Dieser Hotfix wird aufgespielt werden Mitte Februar. Ich nehme mal an, das wird ein Dienstag sein. Falls ihr jetzt gerade schon fleißig im Kalender am Kramen seid, wann jetzt ein Dienstag Mitte Februar ist, ich nehme es euch das Ganze vorweg. Das ist wahrscheinlich der 14.2. kommt das Ganze. Und es steht weiterhin ebenfalls auch noch in diesem, dass da ein Livestream kommen wird, der uns quasi mehr verrät zu dem, was passiert. Dieser Livestream wird circa eine Woche vorher stattfinden, das heißt wahrscheinlich dann am 7.2. Ja, ihr habt richtig gehört, in dem tatsächlichen Bericht, guckt euch den bitte an, Videobeschreibung bzw. Kommentare, einfach draufklicken, dann seht ihr, wie viel dort tatsächlich geschrieben worden ist. Und dass da absolut nichts hintersteht, nicht mal gesagt worden ist, was sich denn tatsächlich da verändert im Schmelztiegel, was gebufft wird, was genervt wird. Man hat nur gesagt, man will ein besseres Gleichgewicht schaffen zwischen allen Waffen. Ja, toll, danke Bungie, darauf warten wir seit Ewigkeiten. Gut, dass sich das auch mal auffällt. Naja, das wär's schon eigentlich an dieser Stelle. Das waren die kompletten News. Ich weiß, es ist absolut traurig, finde ich genauso. Ich bin ebenfalls absolut, enttäuscht. In dem Sinne bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und uns in einem weiteren Video zu Destiny. Ciao, ciao.